Schau dann gleich mal, wie viele Aufgaben es noch hat und ob wir den LKW wieder wechseln können, denn ich mag jetzt diesen Renault Truck nicht unbedingt. Auf Achse. Leider wird dein Parkplatz gerade gebraucht. Du musst also umparken, ein passender Stellplatz ist gleich um die Ecke. Naja, passend in Anführungszeichen. Okay. Da ist jetzt irgendwie was. Komm, fahr! Muss ich mich jetzt da irgendwie. Wahrscheinlich wäre es besser gewesen, wenn ich gerade rückwärts gefahren wäre. Aber ich versuche jetzt hier einfach mal zu drehen. Ohne den Pfosten hier mitzunehmen. Und auch diesen Zaun hier nicht. Hat funktioniert. Finde ich gut. Und jetzt irgendwie dort hinten rückwärts einparken. Das ist immer so eine Sache. Fährt man lieber links rum und macht einen U-Turn? Fährt man rechts rum und fährt einen U-Turn? Was ist da besser geeignet? Ich glaube nicht mal, dass wir das schaffen können mit einem U-Turn. Ich hier so diesen Platz sehe. Vor allem ist, glaube ich, dieser Auflieger ja viel länger als andere. Und jetzt wieder rückwärts. Habe ich da genügend Platz? Da habe ich genügend Platz. Auflieger verloren. Gut. Das funktioniert schon mal so nicht. Möchte ich mir nochmal kurz anschauen. Gerade rückwärts nochmal so umdrehen. Kann man vielleicht so im spitzen Bogen hineinfahren? Ja, mal schauen, ob das was wird. Rückwärts bitte. Okay, da bin ich jetzt eigentlich, glaube ich, rückwärts dran gekommen. Das übersehen wir jetzt einfach mal. Vollgas voraus. Einmal ein U-Turn gemacht. Und jetzt eben möglicherweise im spitzen Winkel. Sodass meine Zugmaschine gegen die Mauer fährt eigentlich. Und dann hier so im letzten Moment schräg. Ja, das wird nichts, wenn ich das so sehe. Doch jetzt eigentlich irgendwie so. Ist ja eh schon vorbei, kann ich kurz schauen. Nee, das würde nicht. Nee. Würde so nicht funktionieren, dann muss ich wahrscheinlich rückwärts hinein. Dann halt rückwärts, wenn es nicht anders geht. Vorwärts. Stopp. Rückwärts. Sollte gehen. Hier ist ja kein Problem. Und dann versuche ich halt hier rückwärts hineinzufahren. Wahrscheinlich wird Silber auch nichts, wenn ich hier so die Strecke sehe, wie ich das hier erledigen muss. Also hier rückwärts fahren muss. Manchmal entweder lenke ich immer zu. Ja, okay, jetzt sehe ich eh überhaupt gar nichts. Auch gut. Letztendlich mal einen Weitwinkelspiegel, wo ich was sehen würde.
jeden Fall hat sich eine Box am Boden. Ich etwas achten muss. Dann hier noch gleich mehr Boxen. Und dann kommt auch schon der andere LKW. Ne, Silber wird hier auch nichts, das kann ich euch schon sagen. Außer ich mache da irgendwie noch... Achtung, Treppe! Huhuhuhu. Macht irgendwie noch ein gutes Fahrmanöver. Aber das wird nichts. Mit Silber. Dann wird's halt Bronze. Aber war auch wieder ganz knapp. Wahrscheinlich würde es irgendwie schon gehen, dort drin umzudrehen hier. Aber das habe ich jetzt nicht geschafft. Ich muss mal das Lenkrad wieder gerade stellen. Nächste Aufgabe. Zeit für etwas Sand. Eine dringende Lieferung mit Sand wird benötigt. Nutze deine ganze Erfahrung und setze deinen LKW rückwärts in Position. Okay. Vielleicht können wir dort unten im Ecken umdrehen, da der Sandtrail jetzt nicht so lang ist. Mal schauen, ob das funktioniert. Der ist ja so etwa 2-3 Meter kürzer, würde ich sagen, als die anderen Auflieger. Da könnte das möglicherweise funktionieren, hier zu drehen. Wenn ich jetzt dort rückwärts hineinfahre. Eigentlich irgendwie so. Das war jetzt eher ein doofes Manöver, aber gut. Gold wird sowieso nicht, das können wir vergessen. Sollte eigentlich reichen vom Platz hier aus. Oder auch nicht, da der LKW wieder schwimmt wie keine Ahnung was. Komm, rückwärts. Jetzt halt hier etwas über den Rasen. Kann halt mal passieren. Nur mag ich diese Auflieger nicht so, weil sie etwas nerviger sind zum Rangieren, weil sie eben so kurz sind. Sollte gehen, wenn ich jetzt nicht verkacke. Was ich schon ein bisschen gemacht habe. Ja, das meine ich, man darf hier gar nicht zu viel lenken. Da ihr halt echt kurz sind und einen kurzen Radstand haben. Aber gut, das haben wir geschafft. Würde ich sagen, gehen wir kurz zu den Aufgaben zurück. Etwas mehr als die Hälfte haben wir geschafft, wie es aussieht. Dann nehmen wir jetzt mal noch den Mercedes. So, ich mache das Ganze auch in schwierig. Gut. Ja, gut. Da muss ich mich wahrscheinlich nicht beschweren. Ich nehme mal einen violetten Truck. Er geht mit dem Zug. Dein Auflieger blockiert den Zugang zu einem Güterwaggon. Bring diese Ladung schnell weg. Okay, drehen rückwärts dort nach hinten. Obwohl, könnten wir wahrscheinlich auch dort hinten drehen. Ich versuche erstmal dort hinten dann zu drehen. Muss ich hier rüberfahren oder kann ich möglicherweise auch dort hinten durch? Oh shit. Fast übersehen. Oh, gut. Ich habe da was falsch verstanden, wie es aussieht. Wo ist der Auflieger?
Ja. Vorne. Ah, so. Gut. Man kann auch einfach vorbeifahren. Kann man auch machen. Aber ich habe gerade gesehen, man kann ja eigentlich hier dann links rum. Ja, nehmen müssen wir nicht unbedingt. Aber wir haben dort genügend Platz zum Umdrehen. Wenn ich das so gesehen habe. Einen Actros fahren wir hier, der damals noch keinen Namen hatte. Also beziehungsweise die Marke damals noch nicht gebrauchen, du gebraucht werden durfte. Ich glaube, das wird so nichts. Wenn ich mich da richtig sehe, dann fahre ich hier halt nochmal nach vorne. Wahrscheinlich wäre es schnell gewesen, einfach so zu drehen und dann von der anderen Seite zu kommen. Aber vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall wird es zumindest silber. Und das reicht auch schon. Nice. Nächste Aufgabe bitte. Laderampe blockiert. Versetze den Auflieger so, dass die Laderampe nicht mehr länger blockiert wird. Und wenn du schnell arbeitest, wird man das zu schätzen wissen. Okay, das sieht jetzt einfach aus. Ist es aber wahrscheinlich nicht. Aber der Auflieger ist auch wieder das Kürzere, weil es ein Container-Auflieger ist. Daher sollte uns der kurze Radstand eigentlich zugutekommen. Ja, jetzt hier einfach auf der Stelle umdrehen eigentlich. Sollte jetzt nicht so das große Problem sein. Das war ganz knapp. Komm, rückwärts bitte. Dann vorwärts. Das wird nix. Dann wieder vorwärts. Dann einfach in die gleiche Parklücke hinein. Bisschen gerade ziehen. Achtung, Kisten hier unten. Habe ich jetzt die Kiste schon? Ach, nee. Ich habe einfach das falsche Pedal benutzt. Sehr schön, wie dort die Radkassenabdeckung durch den Trailer klickt. Ist halt ein altes Spiel. Wo nicht alles perfekt ist. Violette LKW. Gut, haben wir geschafft. Weiter geht's mit der nächsten Aufgabe. Auf zur Arbeit. Es wird Zeit, einen Auflieger zur Laderampe zu bringen. Allerdings ist der Betriebshof völlig durcheinander. Pass also auf, dass du nirgendwo anstößt. Können wir links hinein, rückwärts schräg in die Lücke? Sollte auch wieder in Silber machbar sein, wenn ich das so sehe. Hier können wir einfach mal die Rampe benutzen. Und dann hier rückwärts an den Auflieger ran. Vielleicht nicht unbedingt so.
Aber so sollte das gehen. Dann schon mal den Warnblinker an. Und dann hier links in die Lücke hinein. Und rückwärts. Rechts haben wir genügend Platz. Müssen bloß ein bisschen aufpassen mit dem anderen LKW auf der rechten Seite. Das sieht aber gut aus. Hier hat es jetzt einen Weitwinkelspiegel, der mir leider aber nicht so viel bringt. Dann kurz mal nach vorne ziehen, um genau eben zu schauen, wie ich hier auf der linken Seite aussehe. So sollte es eigentlich klappen, fast. Ups. Das wird jetzt knapp für Silber. Volle Pulle hinein. Und das reicht schon. Advantage of the Advanced. Herrscher der Straße, der Vorteil des Fortgeschrittenen. Okay, nice, zwei Errungenschaften. Weiter geht's. Zur nächsten Aufgabe.